Ja, Stempelstelle Naturistenstieg. Die haben sie. Oh Gott, die Stempelstelle ist im Eimer. Stempelgummi ist weg. Stempelkissen ist auch im Eimer. Und die Stempelstelle selber steht schief. Und der Wald ist weg. Hier haben sie alles abgeholzt, alles kaputt. Die Wege sind im katastrophalen Zustand. Der Einstieg hier hoch zum Startpunkt ist nicht mehr zu finden. Ja, als ich das letzte Mal hier war, waren hier gar keine Bäume. Waren hier überall Bäume, da habe ich den See gar nicht gesehen. Da ist das Forsthaus. Auf der anderen Seite sind Bungalows. Sehe ich auch zum ersten Mal. Da unten ist der Wipperstausee. Ja, und der Weg hier ist in einem katastrophalen Zustand, noch viel schlimmer als vor 4 Jahren, als ich zum ersten Mal hier war. Das macht keinen Spaß mehr, hier zu wandern. Und das Schönste ist ja im Moment, man kann gar nicht mehr bis zur Wipperstaumauer fahren, weil das gesamte Tal gesperrt ist. Und wir sind da irgendeine Hochwassersperranlage bauen. Und hier haben sie den Wald umgehauen. So, ich habe jetzt hier mal den Weg am Seeufer genommen. Ja, katastrophaler Zustand. Das ist ja hier ein inoffizieller Weg eigentlich, weil er auch gar nicht auf den Karten ist und nicht zu dem Naturistenstieg gehört. Aber die und Naturisten gehen hier meistens lang, weil der näher am Ufer ist. Also ist der einzige, der hier praktisch direkt am Ufer lang geht. Und der ist auch total zerfahren, als ich hier vor 4 Jahren vom Rückweg war zum Startpunkt. Da war der Weg zumindest in gutem Zustand, aber katastrophal. Also macht jetzt, glaube ich, keinen Spaß hier nackt wandern zu gehen. Also Leute, nackt möchte ich hier aber nicht lang gehen. Das ist ja, nee. Was machen die denn hier am See? Ist ja katastrophal der Zustand. Könnt ihr hier den Naturistenstieg wieder zumachen, liebe Verwaltung von Wippra. Ja. Hier ist ein gelbes N, also zählt der Weg scheinbar doch zum Naturistenstieg offiziell. Tja, liebe Naturistenstiegverwalter, ihr habt ja wohl nicht mehr alle Tassen im Schrank, wa? Welcher Nackter soll denn hier lang wandern? Ich muss hier gerade durch über 10 umgestürzte Bäume rüberklettern. Hier ist kein Weg mehr. Alter Schwede, das ist aber nicht schön. So, hier ist nur das Ende des Sees. Jo, ich gehe dann mal auf die andere Seite. Ich wollte eigentlich noch weitergehen bis zur Stempelstelle Heuweg vom Lutherweg, aber durch die lange Anreise hier, durch das gesperrte Wippertal, werde ich dann mal auf der anderen Seite wieder zurückgehen. Jo. Jo, am Westende des Sees, da ist praktisch der Naturistenstieg am Ufer zu Ende. Alter Schwede, haben die hier abgeholzt. Ist ja Wahnsinn, die ganze Wälder sind hier verschwunden. Und jetzt gucke ich da nochmal auf der anderen Seite von dem Bach, der hier runterkommt. Naja, also von hier kommt der Naturistenweg dann aus den Bergen herunter. Ich glaube, da haben sie in den nächsten Jahren zu tun, erstmal die Bäume wegzuschaffen. Hier ist nochmal ein gelbes N. Ich bin damals hier den Weg runtergekommen und hier links geht es dann in den Seeweg rein, der am Ufer lang geht. Ja, nicht schön im Moment. Tja, das war's, liebe Naturistenfreunde. Wie ihr gesehen habt, der Weg ist in einem katastrophalen Zustand. Ich bin ja damals die 15 Kilometer Runde gegangen. Heute bloß mal kurz am Ufer lang, die 2 Kilometer bis zum Ende des Sees. Ich glaube, im Moment ist der Weg nicht zu empfehlen. Überlegt euch das, ob ihr im Sommer hierher fahrt oder fragt dann lieber erstmal in der Gemeinde Wippra nach, ob ihr überhaupt Wandermöglichkeiten bestehen, weil wenn man nackt über hunderte Bäume rüberklettert, es macht keinen Spaß. Deswegen habe ich es heute auch nicht gemacht. Ja, gut. Ich glaube nicht, dass ich hier irgendwann in den nächsten Jahren nochmal hinkomme. Deswegen war das erstmal das letzte Video vom Wipperstausee, vom Naturistenstieg. Tschüss. Ja, das war nochmal der Blick von der anderen Seeseite auf den Startpunkt vom Naturistenstieg. Und da ist die Staumauer.